Moin Moin, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Hier ist die Paragrafin Silvia aus Hennef von der Morgenrunde. Und ich bin gestern Morgen total inspiriert gewesen von dem Livestream, den im Moment 21 Tage lang die Bettina Greschner auf ihrer Seite macht. Packe ich dir den Link unten rein. Da ging es um das Gesetz der Anziehung und ja, gute Lektüre dazu. Und da fiel mir dann sofort dazu ein, ja, der nächste Schritt, den ich dann da gemacht habe, als ich das entdeckt hatte, war dann der Schritt zu den Affirmationen. Wisst ihr, was das ist? Also, du hörst so viele Menschen in deinem Umfeld und die sprechen immer über ihre Probleme. Und das Gesetz der Anziehung, wenn wir denn daran glauben, und ich glaube ja, dass alles passiert, was wir glauben, du machst dein Himmelreich selber, wenn wir daran glauben, werden wir bestimmte Sachen auch anziehen. Also beschäftige ich mich mit meinen Problemen und widme denen viele Gedanken, werde ich noch mehr kriegen. Das ist auch so das Sprichwort, was es gibt. Das Glück scheißt auf den größten Haufen. Da fragt man sich manchmal, wenn so Leute so im Flow sind, was kann denen denn noch Tolles passieren? Ja, so ist das. Ne? Und wahrscheinlich hat er sich nicht mit deinen Problemen beschäftigt, sondern wahrscheinlich hat der über Lösungen nachgedacht. Du hast nämlich immer die Alternative, über Probleme nachzudenken oder, und jetzt kommen wir zu den Affirmationen, da packe ich euch auch den Link zum Buch von Noah St. John unten rein. Oder ich frage, wenn ich mir irgendetwas wünsche, wenn ich irgendwo hin will, Beispiel, ich möchte in Urlaub fahren im September, dann frage ich mich, warum kann ich im September in Urlaub fahren? Und dann, unser Unterbewusstsein reagiert nämlich auf Fragen. Also wenn ich mich frage, warum? Da kann ich mich natürlich negativ fragen, warum passiert das alles mir? Und dann sind wir wieder beim Kapitel von eben, dann ziehe ich noch mehr Probleme an. Oder ich kann mich dahin denken. Think as if, sagt man das im Englischen. Denke so, als ob. Also ich kann mir vorstellen, wo ich in Urlaub hinfahren möchte, in die Berge. Ich kann mir vorstellen, mit welchem Auto ich fahre. Ich kann mir vorstellen, wen ich besuche auf der Route. Und so kann ich langsam Schritt für Schritt immer weiter in die Richtung gehen. Und wenn ich dann zum Beispiel nicht im September, sondern im Oktober in Urlaub fahre, ist das auch egal. Aber das hängt alles damit zusammen, glaube ich, dass ich mich gefragt habe, warum kann ich in Urlaub fahren? Und nicht, warum kann ich nicht in Urlaub fahren? Da ist nämlich auch noch so ein interessantes Ding, das Unterbewusstsein kennt nämlich gar kein Nicht. Hä? Aber das machen wir mal in einem anderen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntag und viel Spaß. Schaut mal rein bei der Bettina Greschner, abonniert die, sind noch ein paar Tage. Heute ist erst Tag 7. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, die Videos sind manchmal hier auf Facebook und manchmal auf meinem YouTube-Kanal. Auch hier, also müsst ihr mal gucken, wenn ihr dazu Lust habt. Wenn es nicht alles schon viel zu viel ist, was ihr an Infos kriegt, das kann ich auch verstehen. Dann kann ich euch aber wenigstens versichern, bei mir gibt es immer nur positive Infos. Also wenn ihr so eine von dieser Sorte seid oder so einer, dass ihr lieber doch nur noch Positives um euch rum haben wollt und euch über negative Dinge nicht mehr so viel Gedanken machen wollt, dann ist ein Abo bei mir das Richtige. Schönen Sonntag noch!